wirklich am Anfang war es krass, ich war so wie ein kleines Kind, das mich auf den nächsten Stock gefreut hat. Und dann wusste ich, am nächsten Stock fahre ich auf Zürich an, ich wollte im Zug das versuchen zu machen. Also es war so der Anfang, ziemlich naiv. Also. Was mir immer extrem gefallen ist, so halt, das war eigentlich wie Vorgang zu der Arbeit, dass ich wie mit dem Schlagzeug extrem experimentiert. Ich habe auch viel so in Do-It-Yourself irgendetwas gekauft. Und einfach experimentiert. Das ist wie so, schon ein der Vorläufer zu dieser Arbeit. Dann ist es eigentlich raus, dass ich wirklich halt mit irgendwelchen Zeug, die ich da gefunden habe, abseits vom Schlagzeug anfange, Zeug mache. Das war das Parkhaus in Berlin. Und dann habe ich das Mikrofon ich bin hier hergestellt und bin einfach am Stegengeländer entlang runtergelaufen, spielend. Und auf der Aufnahme hört man wirklich den Sound, der extrem weit herkommt, näher kommt und wieder geht. Und vor allem das ganze Geländer schwingt. Und es gibt so extrem schöne Frequenzen. Wenn ich einen Gegenstand finde, der mich interessiert, versuche ich dann halt mit verschiedenen Materialien, was in diesem Gegenstand für Klänge drin sind, also mit der Hand oder mit harten Stöcken oder mit weichen Stöcken oder mit Bässen. Und dann ist es extrem halt die Frage, noch, wie das ist spielen. Also wenn ich mich für ein Material entscheide, ob ich festschlage oder fein oder dann die Mikrofonposition, das war so die Suche und die Faszination. Und ich liebe es auszuprobieren. Also das ist auch das, was ich am liebsten mache, wenn ich etwas antreffe, das ich nicht kenne. Mhm. Und dann zu schauen, was ist da drin. Es hat auch unglaubliche Bass. Und jetzt so nach diesem Jahr, wo ich so es gibt schon noch, immer noch viele Überraschungen, aber ich sehe jetzt eigentlich schon von weitem irgendwie was, wie das tönt. Mhm. Also ich kenne einfach jetzt extrem viel Material. Das war auch in Zürich auf einem Dach. Mega schöner Tag, natürlich fange ich nicht mehr wieder vom Dach auf, weil ich immer mega gerne draußen bin. Und das hat mich immer gestresst mit dem Traum, dass ich so immer drinnen muss arbeiten. Und mit dieser Arbeit bin ich dann, ich wirklich draussen können produzieren. Da hat es einen Vogel gehabt, der extrem laut auf der Aufnahme ist. Und der hat immer also extrem schon im Rhythmus mit. Macht man ja nichts. Es ist nichts editiert, nichts. Aber er sind wirklich gut. Also, ich bin fast durchgegangen. Jetzt einfach wohnt noch, was kommt dabei raus in ungemütlichen Situationen und in, wo man nicht fit ist oder was auch immer. Was dort rauskommt, das hat mich eigentlich extrem Hunger genommen. Oder in einem Umfeld, das schwierig ist zum Aufnehmen. Wie zum Beispiel mit dem Flüger war es sehr schwierig. Die Leute hocken ja vor dran und neben dran. Und es ist eh schon mal sehr laut. Aber genau auf diese Situation habe ich extrem Lust gehabt. Genau dort, wo
eigentlich dort, wo man nicht aufnimmt, normalerweise aufzunehmen. Das habe ich fantastisch gemacht. Die habe ich zurückgekommen, so dass ich allein beim Abteil war. Dann habe ich mich hier ausgebreitet mit meinen Sachen. Und dann hat das Zeug so angefangen zu schädern. Und das ist wieder Hauptbestandteil des Beats. Das ist auch, ich bin immer geliebt, wenn so Zeug passiert. Und da auf diesem Beat mit den Zahnstochern bin ich eigentlich gekommen wegen dem Bild. Wo ich das gefotelt und gefunden, also mir hat es gefallen, wie das aussieht. Es sieht fast aus wie Schlagzeugstück. Aber es sind Zahnstocher. Und dann war natürlich klar, ich will das Bild brauchen, also mache ich ein Beat mit den Zahnstochern. Das ist eine der Ausnahmen, aber das Bild war der Auslöser für einen Beat, den ich gemacht habe. Und das Visuelle war immer mega wichtig für mich. Weil so, aber es ging mega viel was zeichnen, die ganze, und immer noch viel zeichnen. Und ja, so das, was ich spiele, sehe ich, also in, vor allem Struktur, aber auch Farbe. Also die Klänge sind so wie in Farbe abgespiegelt. Und eigentlich ist es wie extrem logisch, dass jetzt mein erster Release wie ein Buch ist mit Bildern und Musik. Also es passt mega gut zu meinem Leben. Wie ich. Aber es war immer beides. Immer visuell und in der Musik. Also wenn du das Buch durchschaust, ist es eigentlich und krass, weil die Erinnerungen alle auftauchen. Aber das 2011 hat so auch in meinem Kopf, weiss ich nicht, 70% oder von mir. Weil alles andere ist so ein verwässert und schon das 12 ist verwässert. Und das 11 ist so tschu, 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 also wirklich. Da sind noch sehr viel.